Es ist Sommer und was bedeutet das? Ganz genau, lange Grillabende, halbnackt durch die Gegend laufen, weil es so schön warm ist. Auch allgemein schön baden gehen und. Also richtig schön das schöne Wetter genießen, sich bräunen und. Ja. Und was liest man immer wieder und muss es auch im Fernsehen sehen, im Radio hören? Ganz genau. Kinder, die bei solch hohen Temperaturen in Fahrzeugen gelassen werden und die Eltern dann halt eben mal kurz einkaufen gehen oder sich kurz mal hinlegen wollen und das Kind hat ja so schön im Auto geschlafen und solche Geschichten. Ja, vor ein paar Tagen konnte man dann auch der Presse entnehmen, dass zum Beispiel ein kleines Kind im Auto verstorben ist, weil die Eltern nach einer längeren Autofahrt, vermutlich vom Urlaub wieder nach Hause, sind sie irgendwie 8 Stunden oder so mit ihrem Auto gefahren, kommt zu Hause an und ach Mensch, guck mal, das Kind schläft ja, lass mal schlafen, wir gehen mal hoch in die Wohnung und legen uns selber hin zum Schlafen. Naja. Irgendwie 8 Stunden später ist dann einer von den beiden runtergegangen zum Auto und hat festgestellt, dass das Kind tot ist. Da es sich bei dieser Sache selbstverständlich um ein Tötungsdelikt handelt, ist das natürlich auch strafrechtlich weiter verfolgt worden. Und die Mutter und der Stiefvater sind dann zu 4 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dass sowas in einem Hochsommer läuft, dass die Leute ihre Kinder im Auto lassen oder auch fremde Kinder oder weiß der Geier, ne? Das lässt wirklich nur noch darauf zu schließen, dass sie einen an der Marmel haben, Mann! Alter, da kriegst du so Blutdruck, du! Das sind Menschen! Die verlieren ihr Leben, das ist wie in einem Backofen in so einem Auto! 30 Grad im Schatten, die Sonne knallt da drauf! Da könnt ihr auch das Fenster so ein Stück offen lassen, das interessiert überhaupt nicht! Das wird so heiß da drin, so stickig, die Kinder ersticken! Oder sterben an dem Hitzschlachter! Das ist wie in einem Backofen! Wie kann man eigentlich so hohl sein? Meine Fresse nochmal, ihr seid erwachsene Leute. Das mag man zumindest mal annehmen. Ihr lasst eure Kinder da drin, ey, und die verrecken da. Und der Richter, der da 4 Monate auf Bewährung gegeben hat, mit der Begründung, naja, die Eltern sind ja schon gestraft genug. Die haben ihr Kind da verloren. Ja, das mag alles sein. Natürlich sind die gestraft genug. Leute, die haben ihr Kind auf dem Gewissen, die haben ein Menschenleben, haben die auf dem Gewissen. Ob eigenes Kind oder her, scheißegal. Meine Fresse nochmal! Was muss denn noch alles passieren? Das ist doch wohl logisch, dass bei solchen Temperaturen die Kinder im Auto sterben! Oder Haustiere! Oder wie oder was? Wenn man euch in den Backofen sperrt, würdet ihr das toll finden? Das Kind sitzt da hinten! Ich habe auch Kinder sitzt da hinten! Das Kind sitzt da hinten, kann die Tür nicht öffnen! Das schreit wie ein Spieß da, bevor es das Bewusstsein verliert und stirbt! Und was ist mit den Passanten, die da vorbeigehen? Die gehen dann einfach weiter, oder was? Schlagt die Scheibe ein! Holt das Kind da raus! Das ist der rechtfertigende Notstand! Ihr werdet nicht verurteilt, wenn ihr da eine Scheibe einschlagt oder sowas! Meine Fresse nochmal, das ist unterlassene Hilfeleistung! Auch euch kann das an den Pranger gehen! Mein Gott nochmal, wie oft muss das noch passieren? Und in den Medien rauf und runter laufen? Damit ihr das mal kapiert da! Meine Fresse nochmal, du! Das hält doch keine Sau im Kopf mehr aus, du! Da krieg ich so Blutdruck, doch!